Menschenrechte, Menschenpflichten, das beides gehört zusammen. Es gibt Leute, die meinen, persönlich geht mich das ja überhaupt nichts an mit den Menschenpflichten, nicht wahr? Das kann ja alles der Staat machen. Muss ich ja bloß dem Staat mal sagen, das und das musst du tun, schon geht das. Das scheinen die gleichen Leute zu sein, die meinen, Corona-Maßnahmen könnte man mit dem Staat durchprügeln. Dieser Staat ist aktuell übergriffig. Mit seinen Berliner Senatoren, mit seinen Polizeibeamten, mit seinen übereifrigen Beamten in irgendwelchen Behörden, Schulen, wo auch immer, die also jetzt meinen, sie müssten Ordnungsamt und Polizei spielen. Weil es ja eine Infektionsschutzverordnung gibt. Diese Infektionsschutzverordnung, ja? Wie sinnvoll ist die noch bei dem derzeitigen Zustand unserer Gesundheitssysteme? Die hat keinen Sinn mehr. So. Also, wenn Sie das vor 4 Wochen gesagt hätten, wären Sie wahrscheinlich in die Psychiatrie eingeliefert worden, wenn Sie Pech gehabt hätten, ne? Aber auch jetzt passieren noch Dinge, die einfach unverschämt sind. Wenn ein Gesundheitsamt zum Beispiel anordnet, die Schüler und Schülerinnen einer 4. Klasse einem Zwangstest zu unterziehen. Ja? Oder wie kann es sein, dass in einem Schulbus eine 13-Jährige bewusstlos umkippt und das wahrscheinlich nur wegen der Maskenpflicht. Ist der Staat seiner Fürsorgepflicht dort richtig nachgekommen? Ich kann Ihnen viele Beispiele nennen, wo der Staat nicht in der Lage ist, seinen Fürsorgepflichten auch nur annähernd nachzukommen. Die Menschenpflichten müssen wir alle erfüllen. Da müssen wir alle hinterher sein. Aber dieses Plakat, was ich einst in unserer Schule auf dem Gang aushängte, war nach einiger Zeit verschwunden. Ich glaube nicht, weil irgendjemand sich drüber aufgeregt hat, sondern einfach nur Achtlosigkeit. Andere Sachen waren wichtiger. Ich habe es dann später ein zweites Mal versucht. Helmut Schmidt und Kofi Annan und 2 weitere haben sich da sicherlich lange Gedanken gemacht darüber, was da drin zu stehen hat in dieser Erklärung der Menschenpflichten. Und ich finde sie nach wie vor sehr gut. Nur ist natürlich blöde, wenn das niemand so sieht, wie es eigentlich sein müsste. Dass nämlich zu den deklarierten Menschenrechten auch Menschen gehören müssen, die dann diese Menschenrechte auch aktiv umsetzen. Und das können nur wir selbst sein. Ja? Wir gegenüber unseren Kindern, unseren Eltern, unseren Nachbarn, wem auch immer. Also den ganzen Tag lang sind wir eigentlich nur dahinterher, um es irgendwie hinzukriegen, dass unsere Umwelt angenehm, friedlich, freundlich und so weiter gestaltet ist. Und dann kommen diese Paternalisten daher, diese Wahnsinnspolitiker, diese Helden, die andere Helden ehren, mit Orden im Bundestag und einen Affen machen, sorry. Also das, was hier abgeht, ist ein Affen machen. Sie kümmern sich nicht um ihre eigentlichen Aufgaben, nicht um Infrastruktur, nicht um Bildung, nicht um Soziales. Stattdessen erzählen sie uns was von Corona und Ansteckung. Und davon haben sie tatsächlich gar keine Ahnung. Wenn man sich nämlich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, dann kommt man zu anderen Ergebnissen. Dann geht man zu Herrn Bhakti, dann geht man zu Herrn Wodak. Die haben schon 2009 erfolgreich die Schweinegrippe bekämpft. So, und man kann natürlich auch zu Herrn Tanner gehen, man kann zu John Ioannidis gehen, man kann zu vielen Leuten gehen, die einfach mal Ahnung davon haben. Man kann auch in die sächsische Schulstudie reingucken, was drin steht. Man kann so viele Dinge tun, die einfach nur belegen, liebe Politiker, ihr liegt im Moment völlig daneben. Es gibt keinen, den ich zurzeit von euch wählen kann. Keinen. Die Opposition hat komplett versagt. Komplett.
Eine Opposition, die nicht arbeitet, die braucht man nicht. Und eine Regierung, die lauter falsche Sachen tut, die braucht man auch nicht. So. Und wer jetzt sagt, ich bin ein Extremist, der ist ein Framer. Ja, der will einfach mich ausboten. Der will, dass ich nichts sage. Ich stehe in der Mitte der Gesellschaft. Ja? Und wenn ich jetzt den Deckel vom Topf sprenge, dann deswegen, weil diese Regierung ihre Arbeit nicht macht, verdammte Scheiße. So, diese Regierung ist übergriffig. Sie nervt ihre Leute. Es sind Paternalisten, die uns ständig Vorschriften machen zu Dingen, wovon sie keine Ahnung haben. Die sich wichtig tun, die Geld ausgeben. Also, erstens will ich in meiner nächsten Regierung keine Paternalisten sitzen haben, die das Subsidiaritätsprinzip aushebeln und glauben, der Staat könnte sich um alles kümmern. Das ist nämlich nicht der Fall. Wir sind der Staat. Wir sind die Bürger. Wir sind diejenigen, die die Sachen umsetzen, vor Ort. Und das machen wir, wenn es vernünftig ist, was da zu tun ist. Aber das, was da im Moment läuft, ist nicht vernünftig. So. Also, das hätten wir schon mal geklärt. Liebe Egomanen da oben, ihr werdet von mir nicht wiedergewählt. Und lest euch doch mal bitte die Menschenpflichten durch. Und dann erklärt doch mal bitte eurer Bevölkerung, wie es sein kann, dass ihr uns solche seltsamen Vorschriften macht. Maske tragen!